Hallo Zajo. Klicken Sie hier, um sich anzumelden. Oh, schau, er entkommt! Hier, kleiner Frosch! Hier, kleiner Frosch! Oh! Oh. Eine Schlange! Nanas Einladung! Es ist ein schöner Tag und die kleinen Busse sind auf dem Land. Ja. Hm, ich liebe den Geruch der ländlichen Gegend. Es ist toll, die schönen Sehenswürdigkeiten zu sehen. Ja! Das haben wir meiner Freundin Nana zu verdanken. Hallo, Tayo. Ich möchte dich und deine Freunde in unser Busdepot einladen. Ihr kommt doch, oder? Hallihallo! Oh? Tayo! Hier drüben! Es ist Nana! Los geht's! Oh? Okay. Hallo alle miteinander. Hallo! Ich stelle euch mal vor. Das ist Larry, unser Boss. Und das ist Champ. Schön, euch kennenzulernen. Und das ist Coco, mein Jugendfreund. Hallo. Danke, dass du uns alle eingeladen hast. Du bist also Tayo. Danke, dass du Nana in der Stadt geholfen hast. Nicht zu danken. Das ist also Tayo. Ich traf einen Bus namens Tayo in der Stadt und er war so nett. Für mich sieht er wie ein ganz normaler Bus aus. Ohne Tayo wäre ich in großen Schwierigkeiten gewesen. Ich sehe nicht, was so toll an ihm ist. Na dann, viel Spaß mit deinen Freunden, Nana. Wir gehen zur Arbeit. Danke. Wo fahrt ihr denn hin? Es ist Erntezeit. Also helfen wir auf der Apfelfarm aus. Das klingt toll! Könntet ihr uns denn mitnehmen? Es ist Erntezeit. Hurra! Die kleinen Busse fuhren mit, um auf der Apfelfarm zu helfen. Also müssen wir die Äpfel in diesen Wagen transportieren? Ja, warum sehen wir nicht, wer schneller ist? Okay. Los geht's. Ich werde nicht verlieren. Warte, Rogi. Oh nein. Diese Typen denken wohl, dass sie nur zum Spielen hier sind. Moment. Wenn ich mich richtig anstrenge, rage ich neben Tayo heraus. Oh, Tayo. Das ist okay. Heben wir sie auf, eine nach dem anderen. Oh? Aus dem Weg! Wow! Wow, Coco, das war super. Stimmt. Besser als diese komischen Stadtbusse. Coco! Du hast uns beide mit Staub bedeckt. Oh, so hatte ich das nicht geplant. Was ist denn los? Tayo, sieh mal! Ach, das ist doch nur ein kleiner Frosch! Der ist doch gar nicht beängstigend. Oh, schau, er entkommt! Hier, kleiner Frosch! Hier, kleiner Frosch! Eine Schlange! Alles in Ordnung, Tayo? Was? Ich hab's doch gewusst. Ihr Stadtbusse seid alle Angsthasen. Was? Tut mir leid, dass wir so ein Chaos angerichtet haben, Larry. Das ist schon in Ordnung, Hana. Sowas kann passieren. Wir kümmern uns darum. Warum macht ihr nicht etwas anderes? Etwas anderes?
Kurs. Also müssen wir auf diese Ferkel aufpassen. Kleine Schweinchen, seht mich an. Oh, sie schauen uns nicht an. Wie können wir sie denn bloß hierher locken? Ich hab's. Singen wir ein Lied. La la la. La la la, la 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 la. Hey, la la. Ich glaube, den Ferkeln gefällt Kaios Lied. La la la, la la la, la 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 la, la la la, la la la, la 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 la. Die Ferkelchen tanzen la la la, la la la, la 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 la, la la. Grunz, 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 hey, kommt her, Grunz, 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 Grunz. Wow! Puh, alles erledigt. Gut gemacht, Coco. Danke. Ich frage mich, ob Nana das gesehen hat. Tayo, ist alles in Ordnung? Es tut mir leid, Nana. Sie redet nur mit Tayo. Das ist schon okay. Es war ein Unfall. Nein, es ist nicht okay. Coco? Du solltest aufhören zu helfen. Du hast uns nur Ärger gemacht. Was? Coco? Das war nicht sehr nett. Du weißt, dass ich recht habe. Tayo, der kleine Bus. Kopf hoch, Tayo. Ja. Ich glaube wirklich, dass Coco mich hasst. Tut mir leid, Tayo. Aber Kopf hoch. Ich nehme dich jetzt zu einem coolen Ort mit. Einen coolen Ort? Aha. Ich bringe dich zu einem Hügel, wo es viele Glühwürmchen gibt. Sie sind nachts wirklich hübsch. Wirklich? Ja, ich bringe euch alle hin. Nein, das könnt ihr nicht. Ihr könnt nicht zu dem Hügel fahren. Dort ist es sehr gefährlich. Was? Wovon redest du? Warte, Nana. Coco, was ist denn mit dir los? Du warst den ganzen Tag gemein zu mir. Und jetzt darf ich mir nicht mal Glühwürmchen anschauen. Ich hätte nie herkommen sollen. Ich will zurück nach Hause. Hallo. Tayo. Coco, was ist denn mit dir los? Ich bin enttäuscht. So habe ich das nicht gemeint. Ich glaube, Nana ist wirklich wütend. Aber ich war wohl ziemlich gemein zu Tayo. Okay, ich werde mich bei Tayo entschuldigen. Tayo! Oh nein! Sind Sie schon zurück in die Stadt gefahren? Coco! Was machst du denn hier? Oh, Hana, bist du nicht mit den anderen nach Hause gefahren? Nein, bin ich nicht. Sie sind doch mit Nana zu den Glühwürmchen gefahren. Was? Nein, das können sie nicht. Wir müssen sie aufhalten. Was ist los, Coco? Auf dem Hügel sind Wildschweine, also habe ich dort Fallen aufgestellt. Sie könnten sich alle wirklich verletzen. Was? Nur noch ein bisschen weiter, komm schon. Okay. Du, warum hat Coco uns gesagt, wir sollen nicht herkommen? Mach dir da keinen Kopf. Er wollte nur gemein sein. Ich war schon so oft hier. Alles wird gut gehen. Seht euch das an. Das sind Glühwürmchen. Da drüben sind noch viel mehr. Wirklich? Beeilen wir uns. Ich komme nicht mehr hoch!
Danke, dass du mich gerettet hast, Larry. Kein Problem. Ich hätte das gar nicht gewusst, wenn Coco es mir nicht gesagt hätte. Coco? Hä? Wie auch immer, Tayo. In diesem Zustand kannst du wirklich nicht zurückfahren. Was sollen wir tun? Du, Hana? Hä? Ich habe ein Ersatzrad auf dem Rücken. Wenn du willst, kannst du es für Tayo benutzen. Einen Ersatzreifen? Wenn er die gleiche Größe ist, sollte es schon funktionieren. Versuchen wir es. Oh? Und Tayo, wie findest du ihn? Er passt perfekt. Vielen Dank, Coco. Oh, kein Problem. Und es tut mir leid. Ich hätte auf dich hören sollen. Aber ich dachte, dass du nur wieder gemein sein wolltest. Das ist schon okay. Mir tut es auch leid, Tayo. Um ehrlich zu sein, war ich eifersüchtig, weil du Nana so nahe stehst. Und ich bin doch ihr bester Freund. Oh, deshalb warst du also gemein. Es tut mir leid. Schaut mal! Seht euch die schönen Glühwürmchen an! Juhu! Wow! Du, Coco! Ja? Tayo ist ein sehr guter Freund, aber du wirst immer mein allerbester Freund sein. Oh! Es war ein ganz spezieller Tag für die kleinen Busse. Diesen schönen Ausflug werden sie nie vergessen. Ein Tag mit Buba. An einem neuen Tag vor der Garage. Hana! Oh, guten Morgen. Wo willst du hin, Hana? Ich möchte heute in die Stadt fahren. Was machst du da? Ich habe den Kindern im Krankenhaus versprochen, sie zu besuchen. Ich verstehe. Sie werden sich sicher sehr freuen. Hana! Ja? Komm, lass uns fahren. Hart und Peanuts sind schon längst los. Okay. Oh. Hä? Sieh du fährst auch? Mhm. Wir werden auch dort übernachten und erst morgen sind wir wieder da. Oh, wirklich? Dann sind wir heute Nacht ganz alleine. Ihr stellt aber besser nichts an, ja? Keine Angst, geh und hab Spaß. Wir sehen uns morgen. Bis morgen. Auf Wiedersehen. Jetzt ist niemand mehr da, der uns sagt, was wir tun sollen. Es ist kleine Busse-Nacht. Juhu! Aber ist das nicht irgendwie seltsam? Was denn? Hana scheint gar kein Problem damit zu haben, uns ganz alleine zu lassen. Mach dir deswegen keine Sorgen. Lasst uns spielen. Ja, holen wir alle unsere Freunde her. Sollen wir? Oh, Matt hat mir erzählt, dass es heute Nacht total viele Sternschnuppen geben soll. Sternschnuppen? Genau. Viele Sterne, die fallen wie der Regen. Und das ist etwas, das man nur ganz selten sieht. Wow, wirklich? Das will ich sehen. Lasst uns die Nacht durchspielen und dann die Sternschnuppen angucken. Wie aufregend. Sagen wir den anderen Bescheid. Alles klar. Du musst unbedingt kommen. Okay, okay. Du kommst doch, oder? Aber sicher. Oh, wie aufregend. Wir können die ganze Nacht spielen, was wir wollen. Wow, das ist natürlich klasse. Kommen wir auch. Wollt ihr auch kommen? Na klar. Wir freuen uns schon so. Das wird aufregend. Können wir wirklich die ganze Nacht spielen? Natürlich. Wir sind ganz allein in der Garage. Na Was soll denn dieser Lärm, Kinder? Speed, mach das aus! Wie geht es euch, Kinder? Buba? Wie geht es dir? Sehr gut. Wie kann ich dir helfen, Buba? Situ ist nicht vor Ort. Ja, das weiß ich. Situ hat mich gebeten, auf euch aufzupassen. Was? Du bleibst die ganze Nacht hier? Ja, ihr müsst also keine Angst davor haben, ganz allein zu sein. ganz toll. Tayo, du hast gesagt, dass niemand hier ist. Ich wusste das nicht. Speed, lass uns fahren. Ja, wir fahren auch.
Wieso bleibt ihr nicht noch ein bisschen? Schon okay. Wir müssen los. Leute! Warte nicht! War ja klar. Mhm. Hannah und Sito lassen uns nicht einfach allein. Mhm. Was machen wir denn jetzt? Ach, wir spielen jetzt trotzdem. Seid ihr fertig mit der Arbeit? Ja. Buba, dürfen wir jetzt bitte spielen? Natürlich. Viel Spaß euch. Ja! Yeah. Fangt mich, wenn ihr könnt. Sofort! Hey! Baut aber keinen Auffahrunfall. Okay. Fangt mich, wenn ihr könnt. Anhalten. Hab ihn! Nimm das! Ihr tut euch weh, wenn ihr so doll köpft. Macht es vorsichtig. Verstanden. Nimm das. Was soll das werden? Kinder, habt ihr Spaß? Sicher. Da ihr genug Spaß hattet, fahrt euch jetzt waschen. Na gut. Hä? Buba ist einfach viel zu streng. Er lässt uns gar keinen Spaß haben. Seht euch Tayo an. Du siehst aus wie Buba. Wie Buba? Also, Kinder, soll ich mit euch schimpfen? Du klingst sogar genau wie er. Das dürft ihr nicht machen und das auch nicht. Nein, nein, nein. Na, seid ihr schon alle fertig? So, liebe Kinder, ihr müsst alle auf mich hören. Tayo, hör auf! Aufhören, womit? Was machst du denn da? Oh. Gar nichts, gar nichts. Fahrt in eure Garagen und schlaft, wenn ihr fertig seid. Jetzt schon? Aber es ist doch noch gar keine Schlafenszeit. Ihr müsst heute besonders früh schlafen gehen. Na los, geht jetzt schlafen. Gute Nacht. Die Sternschnuppen werden schon bald auftauchen. Wie kommen wir hier raus? Können wir es Buba nicht einfach sagen und dann fahren? Nein, nein. Er wird mit uns schimpfen wollen. Aber du hast gesagt, wir können sie nur heute Nacht sehen. Das dürfen wir nicht verpassen. Leute, ich hab eine Idee. Ja, was für eine denn? Wir tun einfach so, als würden wir schlafen. Und dann was? Wenn Buba einschläft, schleichen wir uns heimlich raus. Wow, was für eine tolle Idee. Ja, gut. Fangen wir an und tun so. Okay. Witzige Kinder. Und vorhin haben sie so viel rumgejammert. Dann werde ich jetzt auch mal schlafen gehen. Hey, Leute! Ich glaube, Buba schläft jetzt tief und fest. Meister Rogis Pläne funktionieren immer. Ja. Los, beeilen wir uns. Kinder? Wo soll es denn hingehen? Ich brauche etwas Treibstoff. Treibstoff? Aber die Tankstation ist doch da hinten. Ich wollte mich gerade waschen gehen. Die Waschstation ist aber auch da drüben. Außerdem habt ihr euch schon gewaschen. Fahrt zurück und schlaft endlich. Ach, gut. Der kleine Bus. Oh nein, die kleinen Busse sind wirklich eingeschlafen, obwohl sie doch nur so tun wollten. Oh, was ist das für ein Geräusch? Oh, es ist nur Buba. Hey, wacht auf. Sind wir etwa eingeschlafen? Ich glaube, jetzt schläft Buba wirklich tief und fest. Sicher? Ja, fahren wir. Super. Und wo ist Rogi? Rogi! Wer ist das? Psst.
Was ist denn los? Wieso schläfst du denn? Ich konnte nicht anders. Sofort anhalten! Ah! Die Station ist hier entlang. Oh, er redet im Schlaf. Fahren wir los. Juhu! Kennst du einen guten Platz zum Sternschnuppen beobachten? Keine Sorge, lass Meister Rogi ruhig machen. Wohin denn? Da oben. Von da aus sollten wir alles sehen, oder? Fahren wir am besten hoch. Ah, Sterne, die wie Regentropfen fallen. Ich bin schon so aufgeregt. Da, guck mal, eine Sternschnuppe. Wo? Wow! Oh, das doofe Gebäude versperrt mir die Sicht. Das funktioniert nicht. Wir sind extra hergekommen und jetzt sehen wir sie nicht mal richtig. Du hast recht. Kinder! Ah! Was macht ihr denn hier? Buba! Also wir sind hier, um die Sternschnuppen zu sehen. Wir wollten sie unbedingt beobachten. Es tut uns so leid. In Ordnung, folgt mir. Das ist nicht der Weg zur Garage. Nein, das stimmt. Wo fahren wir hin? Sind wir nicht auf dem Weg zum Berg? Er wird bestimmt mit uns schimpfen. Ich hab so Angst. Wir sind da. Also, Kinder. Buba, sei nicht sauer. Was? Es tut uns so furchtbar leid. Ja, wir werden es nicht wieder tun. Bitte? Schaut mal darüber. Von hier habt ihr den besten Blick auf die Sternschnuppen. Ein Sternschnuppenregen. Das ist so cool. Ihr solltet früh schlafen gehen, damit wir herkommen und die Sternschnuppen ansehen können. Ich verstehe, also deswegen. Ach, das haben wir nicht gewusst. Vielen Dank, Buba. Ihr müsst jetzt nach oben schauen. Oh, richtig. Das noch eine. Dank Buba können die Kleinbusse den Anblick der Sternschnuppen genießen. Ein Wochenende mit Situ. An einem lebhaften Morgen beginnt der Unterricht in der Autoschule. Heute machen wir alle eine Präsentation darüber, was wir am Wochenende gemacht haben. Und wer möchte anfangen? Ich will! Okay, Schein, fang an. Ich war am Strand und hatte eine tolle Fahrt mit einer Fähre. Wow, das war bestimmt toll. Ich war auf der Kirmes. Ich habe viele Fahrten gemacht und hatte so viel Spaß. Wow! Das klingt toll. Und was ist mit dir, Tayo? Was hast du unternommen? Ich bin nirgendwo gewesen, also habe ich nichts Interessantes zu berichten. Okay. Und die anderen kleinen Busse? Wir auch nicht. Wir haben uns nur ausgeruht und ferngesehen. Was? Das ist so langweilig. Seid ihr wirklich nirgendwo hingefahren? Ja. Ich habe das gleiche langweilige Wochenende satt. Wir sollten dieses Wochenende etwas Besonderes unternehmen. Ja! Etwas, das alle neidisch auf uns macht. Wie wäre es mit dem Zoo? Zoo? Das klingt toll! Hatten alle Spaß in der Schule? Ja! Situ, warum kommst du nicht dieses Wochenende mit uns in den Zoo? Was? In den Zoo? Du hast schon lange nichts mehr mit uns unternommen. Ja! Wir wollen zum Zoo! Also, ich muss dieses Wochenende arbeiten, also kann ich leider nicht. Ach, komm schon, Situ. Nur dieses eine Mal. Bitte. Ich sagte, ich kann nicht, weil ich arbeiten muss. Aber alle anderen machen Ausflüge. Sie haben uns deswegen ausgelacht. Was? Du sagst immer, dass du zu beschäftigt bist. Aber Kinder. Situ, woran denkst du? Hanna. Hm? Oh.
Kann ich meine Wochenendschicht mit jemandem tauschen? Was? Ist etwas passiert? Ich habe nicht sehr viel Zeit mit den kleinen Bussen verbracht, also will ich mit ihnen in den Zoo gehen. Oh, wenn das so ist. Mal sehen. Also gut, du kannst dieses Wochenende frei haben. Wirklich? Sieh du, amüsier dich gut. Vielen Dank. Endlich ist es soweit. Meine! Kronz, Kronz! Enten! Quack! Sie sind bestimmt alle neidisch auf uns, weil wir zum Zoo fahren. Wir werden das beste Wochenende der ganzen Klasse haben. Oh! Was ist das? Was? Stopp! Warum ist hier denn ein Affe? Was ist denn passiert? Ein Affe ist auf dem Weg zur Tierklinik entflohen. Wir blockieren diese Kreuzung, bis er gefangen ist. Was? Wie lange wird das dauern? Also, das hängt von Ruki ab. Komm her! Kann er ihn denn überhaupt fangen? Können wir jetzt endlich weiter? Du willst also die harte Tour. Denkst du etwa, ich krieg dich nicht? Was? Warte! Oh nein, der Pfeil, der zum Zoo weist, wurde in die Gegenrichtung gedreht. Wie lange müssen wir hier warten? Wir kommen zu spät! Ich kann nicht einfach nur zusehen. Was? Sieh zu! Ich hab ihn. Vielen Dank, C2. Keine Ursache. Also, können wir jetzt fahren? Natürlich. Du bist großartig, C2. Hurra, fahren wir los. Wo geht's zum Zoo? Da lang. Kinder, wir machen uns besser auf den Weg. Okay. Bis dann. Oh nein. C2 und die kleinen Busse sind in die falsche Richtung gefahren. C2 und die kleinen Busse fahren völlig ahnungslos weiter. C2, wie weit müssen wir noch fahren? Eigentlich hätten wir schon längst da sein müssen. Übrigens, kommt es euch hier nicht bekannt vor? Ja, stimmt! Freunde! Was macht ihr denn alle hier? Lange nicht gesehen! Oh, Nana! Raktor! Dann sind wir jetzt auf dem Land? Was ist denn los? Wir waren auf dem Weg zum Zoo. Oh je, das war die falsche Richtung. Was? Was, wenn wir nicht rechtzeitig zum Zoo kommen? Nein. Ich hätte genauer hinsehen sollen. Oh ja, richtig. Es gibt eine Abkürzung zum Zoo. Eine Abkürzung zum Zoo? Wo ist die? Raktor zeigt Ihnen freundlicherweise die Abkürzung zum Zoo. Ich verstehe. Vielen Dank, Raktor. Nana, wir kommen ein anderes Mal wieder. Okay, versprochen. Tschüss. Tayo, der kleine Bus. Wir sind gleich da, Kinder. Ich bin erleichtert. Diese Abkürzung hat uns so viel Zeit gespart. Oh, da ist er. Oh, nein. So geschlossen. Da habt ihr wirklich den einzigen Tag im ganzen Jahr gewählt, an dem er geschlossen ist. Das gibt's doch nicht. Das kann nicht sein. Was mache ich nur? So. Und jetzt regnet es auch noch? Okay, wir müssen zurück zum Depot. Sie sind bestimmt alle sehr enttäuscht. Was ist los? Gani, was ist los? Ich glaube, mein Tank ist leer. Ich kann mich nicht bewegen. Oh je.
Hier, halt dich fest. Oh, okay. Vielen Dank, Situ. Wir fahren jetzt weiter. Oh. Wo ist Lani? Oh, war sie nicht bei dir? Ich habe sie schon länger nicht gesehen. Was? Sag bloß nicht. Okay. Ihr bleibt hier. Ich gehe Lani suchen. Okay. Oh je. Es regnet und wird dunkel. Wo bin ich? Wo sind denn alle? Ich habe Angst. Oh nein, du bist ja ganz nass. Warum bist du denn alleine? Hast du deine Mutter verloren? Ich verstehe. Ich habe mich auch verirrt. Keine Sorge, deine Mama sucht dich bestimmt ganz bald. Oh? Lani! Situ! Da bist du ja. Was ist denn passiert? Es tut mir leid. Schon okay. Ich bin froh, dass es dir gut geht. Fahren wir. Oh, aber... Ja? Was ist mit diesem Welpen? Oh, was sollen wir machen? Das ist bestimmt die Mutter. Ja, da haben wir Glück gehabt. Fahren wir? Okay. Die kleinen Busse haben es doch nicht geschafft, am Wochenende zum Zoo zu gehen. Ja? Situ, wie war der Zoo? Fang bloß nicht damit an. Es war eine Katastrophe. Ach, wieso denn? Was ist passiert? Sie haben sich so darauf gefreut. Ich fühle mich schlecht, weil ich ihr Wochenende ruiniert habe. Situ. Am nächsten Nachmittag ist Situ auf der Arbeit. Die kleinen Busse machen heute ihre Präsentation in der Schule. Ich hoffe, sie werden nicht wieder ausgelacht. Situ? Oh. Frau Teach? Ich habe gehört, dass du etwas mit den kleinen Bussen unternommen hast. Ja, habe ich. Sie hatten es meinetwegen bestimmt schwer. Oh, das wurde im Klassenzimmer aber nicht so gesagt. Na, was? Dann sprang Situ vorwärts und hat den Affen schnell gefangen. Das war so cool. Wir haben unsere Freunde auf dem Land getroffen. Das war toll. Dann haben wir eine geheime Abkürzung zum Zoo entdeckt. Situ hat mich gezogen, weil ich kein Benzin mehr hatte. Das hat so viel Spaß gemacht, wie beim Zugfahren. Ich habe einem Welpen geholfen, der vom Regen nass war. Wenn man jemandem hilft, kann man stolz auf sich sein. Ja! Ja! Wow, das ist toll! Toll! Und das Beste daran war nämlich... Dass wir das ganze Wochenende... mit Situ verbracht haben. Kinder. Du freust dich bestimmt, Situ. Die kleinen Busse haben dich sehr lieb. Oh. Natürlich. Situ und die kleinen Busse haben ein ganz schönes Wochenende zusammen verbracht.